Prinzessin hat entschieden, runter von der Autobahn. Leute, ich bin kein Eisbootstracker. Heule schon wieder rum hier. Prinzesschen ist ein bisschen krank. Ja. Mal raus. Mütze auf, ist relativ zeitig noch. Ich bin eigentlich ja nicht so unzufrieden heute mit meiner Ladung, weil es geht wieder raus. So, gut, Mütze auf. Was schießt du? Über die Ohren hier muss ja alles vernünftig sein, wenn man so ein bisschen angegriffen ist hier. Ja, ich weiß, ich heule schon wieder rum hier. Die Prinzessin ist ein bisschen krank. Ja. Aber es ist so. Ja. Naja. So, mitkommen. So weit ist nicht so windig, dann könnt ihr wahrscheinlich. Ein bisschen mehr sehen. Ja, das ist eine Windstille. Nicht schlecht. Ja. Angezogen. Die Seite so schief. Andere Seite noch mit McGill. Fertig. Die haben eigentlich einen guten Job gemacht, muss man sagen. Dieses Mal. Oh, jetzt wird wieder kalt. Jetzt springt er gleich an. Hat mir schon wieder eine Vorwarnung gegeben. So. Boah. Es ist immer. Naja. So. Gut. So, jetzt guckt man natürlich wieder dahin. Was könnte uns denn heute erwarten? So, da gucke ich immer auf meine Karte. So, hier sind wir wieder und jetzt machen wir uns die ganze mal ein bisschen größer, so wie wir das kennen, und wir müssen dahin. So, Montreal. Jetzt haben wir einen Ausblick bis heute Abend um 7 Uhr. Schauen wir mal, was da passiert um Montreal. Montreal ist da, seht ihr? Aha. Da gucken wir, was da kommt. Ja. Da kommt dann halt ein bisschen Eisregen. Um 7. Wir werden da sein, etwa um 10. So lange werden wir heute ja nicht mehr fahren dürfen. Es ist okay. Und was da kommt, ist im Prinzip auch wieder klar. Da kommt wieder hier von wo da kommt auch klar. Hier sieht man nicht immer, es kommt von Südwesten, hier unten, New Orleans, Texas, Houston, Texas, da unten geht's los, über New Orleans und dann jetzt hier hoch, über Memphis, Columbus, Detroit und dann über Toronto, Albany, New York, Ottawa kommt's dann im Prinzip dahin an, wo wir nachher hinwollen. Mit dem Ankommen, von daher, wie gesagt, schauen wir mal. Machen wir uns jetzt mal noch nicht so fertig. Über das Ganze. Das ist noch von jedem wirklich die Woche, das war klar. Aber wie gesagt, du kannst gucken,
Und dann sagen wir, okay, ich kann es jetzt mal holterdiepolter bis heute Abend um 7, 8 Uhr kann ich jetzt mal durchfahren. Ich habe noch Fahrzeit 10:53. So. Der Mario macht jetzt noch ein bisschen fertig hier. Ich habe noch ein paar Sachen hier zu ordnen und dann fahren wir los. Ich würde sagen, auf die Straße sehen wir uns wieder. Freunde, Prinzessin hat entschieden, runter von der Autobahn. Es ist, ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber ich glaube eher, ja, ist ziemlich fein. Es ist feiner Nieselregen draußen. Wir haben minus 5 Grad. Meine Scheibe ist vereist, meine Spiegel sind vereist. Und es wurde etwas, naja, voll, also die ganze Karre ist vereist. Es wurde ein bisschen, ich habe gemerkt, dass es leichter wurde zu lenken. Du hast ja irgendwo hast du die Gefühl, du hast es im Arsch, du hast es, du merkst, dass es leichter geht und dann hat gesagt, hier komm, es kommt jetzt gleich ein Truckstop und ich mach Feierabend. Es ist für nichts in der Welt, ist es wert, irgendein Risiko zu gehen und schon gar nicht für eine Ladung. Das habe ich mir gesagt und ich habe sowieso bloß noch eine Stunde und 46 Minuten left an Driving Time. Ist mal ein bisschen früher Feierabend. Ich habe knapp 2 Stunden left morgen noch. Also, was soll's. Ich habe unseren After Hour Dispatch informiert, der ist ja 24 Stunden erreichbar, ist Sean, den kenne ich auch noch, der ist übrigens von der Tanker, manchmal ist der so ein Zufall. Und habe gesagt, hier kommen Freunde. Er sagt, nee, smart move, bleib stehen, best was du machen kannst, sagt er. Don't get a risk. Nee, machen wir nicht. Also, Eisregen, die 40, es ist auch ruckzuck leer geworden, muss ich sagen, die 40. Kaum noch Verkehr da, man merkt's. Und ja, glücklicherweise kenne ich ja die ganzen Truckstops hier an der 40 und wo man auch local stehen kann. Im Winter haben wir hier weniger Platz, aber es sind immerhin Platz für 8-9 Trucks hier. Mittlerweile sind wir allerdings schon 4, also können noch 4 kommen oder 5 und dann ist auch voll hier. Ich denke mal, die werden auch noch kommen. Ich weiß nicht, wo die runterfahren, aber es wurden doch wieder Trucks. Ich habe mich ja keiner mehr überholt und es war dunkel und ich habe gesagt, nee, Schluss, aus, vorbei. Ne? Nee, machen wir nicht. Kein Risiko. Also, ich habe kein Problem mit Schnee. Aber wenn es Eisregen ist und du kannst überhaupt nichts einschätzen, nee, das mag ich nicht. Schnee, ja. Bin gestern oder letzte Woche erst gefahren. Stundenlang. Überhaupt. Kann ich machen. Alles kein Thema. Aber Eis? Nee. Könnt ihr vergessen. Also, ich bleibe jetzt hier. Jetzt schlafen, ihr könnt euch brauchen und dann sehen wir uns morgen mal wieder und gucken wir morgen früh mal vorsichtig nach. So, ich denke mal, ich werde mal so um 5 Uhr mal rausschauen. Das wird mal so die Zeit sein. Es ist so, wenn man es, was mich schon wieder genervt hat, ist,
dass du hier nichts gesehen hast. Ne? Auf der Radarkarte sah es eigentlich nicht so schlecht aus. Ich wusste, dass Schnee irgendwann kommt. Aber es ist Regen. Und es kommt jetzt auch noch mal eine deftige Portion hier rüber. Ja. Aber zieht dann mehr oder weniger extrem Richtung Osten und lässt mich dann eigentlich auch in Ruhe. Das geht bis 3 ungefähr. Montreal ist momentan schon im Eisregen. Ontario ist Eisregen. Es kommt jetzt überall. Also, weg von der Straße. Und warten wir lieber ab, was kommt. Ich muss mal gucken, wie die Temperaturen hier auf meiner Ecke sind. Wie die sich verhalten die Nacht. Morgen früh sind es irgendwo nur minus 3, aber wie gesagt, es ist hier um 1, 2, 3 ist hier schon wieder vorbei, aber ich bleib stehen hier, that's it, machen wir nicht, kein Risiko. Also, bis morgen, tschüss und bye bye. So, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir hauen mal wieder ins Essen. Wir machen mal wieder los. Aber wie gesagt, Leute, ich bin kein Eisrohtracker. Ich muss mich in den Wahnsinn hier nicht reinbegeben. Das ist erstmal sicher. Das muss ich nicht machen. Ich kann ranfahren, ich kann das entscheiden und ich bleibe stehen. Und das habe ich gemacht und das ist für mich absolut okay. Wir arbeiten in einer Firma, wo wir das können, wo wir das dürfen und wo wir das sollen. Ja, Dude. Das ist hier der Parkplatz von Tim Hortons. Hier früh morgens, die kommen hier nach 5, kommen die hier rein und... Das ist hier wie eine Tankstelle hier, immer. Parken hier wie die Willen. Eigentlich ist das eine Ausfahrt. Das haben die alle noch nie geschnallt. Naja, sei es drum. Es geht wieder los, es geht wieder rauf. Wir schauen mal, was los ist. Es sind hier, die Temperaturen haben sich ein bisschen gechanged. Es ist hier um die 0 Grad. Es ist also von minus 6 auf 0 Grad. Es war gestern wahrscheinlich die Phase, wo es glatt wird. Ich habe ja heute Montreal erwartet plus 2, also schon mal nicht schlecht. Auch für den Rückladungstag ist das schon mal eine ganz, ganz angenehme Temperatur. Weil es wird mit Sicherheit wieder kalt. Und es gibt ja so, ich finde, so innere Instinkte, weißt du, wo du was ihr sagt, Gefühl, fahr runter. Ja? Und das ist das Erste, was du hast. Und wenn das solltest du eigentlich auch folgen. Ja? Du überlegst, du fängst danach wieder an zu überlegen, ich hab noch und ich könnte noch und. Wird es vielleicht irgendwann besser, dann guckst du auf ein Radarbild, nee, das wird eigentlich nicht besser. Es wird im Gegenteil, es kommt erst richtig rüber, du bist erst am Anfang. Naja, gut, okay, dann ist die Entscheidung dann noch fester und sagst du, ja, warum nicht? Du hast noch 1,46, da verpasst du nichts, ne? Und wenn du runterfährst und fährst einfach morgen früh weiter, es ist Winter, so. Informierst jeden und damit bist du fertig. Ich sag mal so, es dauert eine Weile. Ich entscheide, jetzt fahre ich runter, jetzt mag ich da nichts mehr. Ne? Es dauert schon eine Weile, aber es war gestern halt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Schnee, alles kein Ding, machen wir, wirklich. Aber Eis, nein. Nein, danke. Das muss ich denn echt nicht haben. Ja, ich war gerade noch mal hier und habe gekickt, dass hier normalerweise irgendwie haben die immer so in den großen Trucks so ein bisschen Medication, aber haben so nicht.
In den USA findest du dann jeder Stelle, verstehst du? Aber hier wieder nicht. Naja, ist ja egal. Kommen wir mal so über den Tag. Nehmen wieder was für die Nacht. Was macht denn der hier? Ach, der Unloading. Oh, funny. Funny position, der Kollege. Aber wahrscheinlich ist es für ihn das angenehmste so. Da denkt man immer nicht an andere. Naja, nee, wenn natürlich mit so einer Anlieferung da über den Struss musst oder über den Schnee, ist das natürlich auch nicht so schön. Kann ich mir vorstellen, aber naja. So, na gut, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg. Ich habe gerade getankt und war wie gesagt noch mal im Truckstop und habe geguckt, ob ich irgendwo was da kriegen kann. Aber nee, muss ich wahrscheinlich mal irgendwo bei Bormann anhalten, auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg oder nach dem Laden oder was auch immer. Also lange müssen wir kämpfen. Kämpfen! Das machen wir auch. Ich habe auch keinen Hunger, das ist auch ein scheiß Zeichen immer. Normalerweise bin ich immer appetized very well, but naja. So, die Roads haben sich so ein bisschen geklärt, aber ich kann nach wie vor. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe vorhin, wie gesagt, da war es noch dunkel. Muss gestern Abend, wenn da jemand irgendwo eine Ditch abgeschmiert, gerade Strecke, keine Ahnung, wahrscheinlich Eis. Deswegen habe ich eigentlich nur angehalten, aber anyway. Es ist immer so, wenn die Leute auch fahren, wenn sich Dinge verändern, auf der Straße, oder ich stelle fest, dass irgendwas gefriert auf meiner Scheibe, irgendwas, so, da muss doch, also denke ich jetzt zumindest, in gewisser Prozess ein, sagen wir mal, ungeachtet der Vorplanung und so weiter und so fort. Du guckst mal, wie ist das Radarbild, ist irgendwas unterwegs, hast du mit irgendwas zu rechnen, Vorbereitung ist ja die jene Sache. Dann ist ja die Wirklichkeit, was ist reell auf der Straße, ist die andere Sache. So, dann bereite ich mich ja drauf vor. Und wenn veränderte Situationen eintreten, zum Beispiel wie es gefriert auf meiner Scheibe was, mein Licht wird ruckzuck ein bisschen dunkler, weil alles gefriert. Ich sehe am Spiegel auch, dass sich irgendwas aufbaut und was es normalerweise nicht macht. Dann setzt ja normalerweise in gewisser Prozess ein zum Nachdenken und zum Reagieren. So. Es scheint aber bei vielen nicht so zu sein. Bei vielen unverändert. Unverändert der Verhältnisse, die Geschwindigkeit beibehalten und weiter brettern wie die Blöden. Und dann siehst du sie immer wieder vereinzelt. Heute auch da ein Auto abgeschmiert in den Ditch, da ein Auto weg, da ein Pickup weg und da ein LKW weg. So, das heißt, da musst du aber viele irgendwo nicht einsetzen, der Prozess. Warte mal, könnte jetzt hier eventuell irgendwas anders sein? Oder das Wort Winter, was löst das in einem aus? Winter muss ja auch irgendwo im Verhalten auf der Straße irgendwas auslösen. Sagen, oh, es ist Winter, ich muss vielleicht ein bisschen Vorsicht erfahren. Viele machen es, das ist außer Frage. Aber was haben die, was fehlt bei denen, die denn einfach weiter brettern, als ob nichts wäre? Ich meine, wir sehen das ja in den Videos. Wenn du siehst hier irgendwo und siehst, wie die mit 80, 90 ungebremst hinten in so einen Stau, obwohl es schneit, obwohl alles glatt ist. Aber die fahren darin mit 90, mit 100. Da reagiert keiner. Ich verstehe es nicht. Das ist mir einfach zu hoch. Ich meine, selber war die Woche. Ich habe mit Daktik übernachtet auf diesem Local Parkplatz. So komme man natürlich rauf und sehe eine riesengroße Fläche, was frei ist. Na ja, ich dachte, okay, kannst du da hinstellen. Aber da habe ich schon gesehen, Schnee. Wir hatten Schnee und so weiter und so fort. Es lag immer noch Schnee und da war keine Spur und nicht, dass ein LKW da parkt. Also habe ich mir gedacht, tiefster Punkt, Eis. Brauchst du nicht hin, stellst du oben weiter hin, da wo die anderen stehen, da wo du Spuren siehst. Ist mein normales Denken. Aber ich habe ja auch im Leben gelernt, du sollst nicht davon aussehen, was du denkst. Das habe ich auch gelernt. Und nächsten Morgen
Nächsten Morgen kam ich unbedingt zum Traktor drin und da habe ich schon gesehen, wie ihn da feilt. Auf dem Platz, der da feiert, versucht rauszukommen. Rindikommen muss er sein jetzt in der Nacht. So, aber wie gesagt, er war am Feiern. Bin wieder rausgekommen aus dem Truckstop, da standen schon zwei mehr da. Und Leute, es ist ja so, es gibt Klischees und man sagt immer, nee, vorverurteile nicht, aber bla bla bla. Aber es war wieder das Klischee. Das Einzige, was mir an dem Bild noch gefehlt hat, war, dass die die Ziege aus dem Truck holen und der der Schuld geben, dass der dann nicht mehr rauskommt. Ne? Das hat mir noch gefehlt. Dann hätte ich mir ein Studio, Popcorn und Bier und dann wäre das perfekt gewesen. Ja? Also, aber da muss doch... Klischee ist erfüllt. Voll erfüllt. Turban, Volvo, Riefer. Alles, was willst du mehr? Es entsteht ja irgendwo, das Klischee. Weil, ja, es immer wieder auftaucht. Und dann ist das passiert. Es gibt natürlich auch viele unter denen, das bestreite ich auch nicht, die fahren können und die auch nachdenken, die auch, denke ich mal, die richtigen Entscheidungen treffen und die den Job, den sie machen, und verstehen. Aber es gibt wahrscheinlich viele, weil es viele von denen gibt, so zum Beispiel wie Swift. Swift ist ja eine riesige Bude. Ne? Swift ist ja eine riesige Firma. Und warum gibt es so viele... es gibt ja so viele schöne Videos von Swift-Trucks, die immer so schöne Sachen machen. Weißt du? So. Und naja, da fragt man sich das natürlich dann und sagt wieder, das Klischee ist komplett erfüllt, alles klar. In dem Fall war es wieder so. Der hat da gestanden und ich weiß im Endeffekt nicht, was sie gemacht haben, aber du kannst ja auch nichts weiter tun, als die haben wahrscheinlich dann vom Truckstop jemanden dort bekommen, der, oder sagen wir mal, der da mit dem Radlader, der da Schnee geschoben hat, die wahrscheinlich dann rauszieht. Aber gut, so ist es. Es ist, was es ist, es wird immer wieder diese einen geben. Leider gibt es diese eine, wo wir mal sagen, sind es mittlerweile ja auch viele von denen. Also zur Zeit irgendwas hier hinzukriegen mit einem sauberen Film hier, das könnt ihr auch vergessen. Es ist... Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Also, ich bin jetzt gleich wieder beim Laden. Ich hoffe, dass die Sonne rauskommt, weil das steht mir schließlich zu, wenn ich lade. Es ist ein Wetter, sag ich euch. Plus 2 Grad haben wir jetzt. Und es ist natürlich Salz auf den Straßen. Das gibt's einfach nicht. Es gibt schon, aber es ist halt schwierig, bei der Suppe überhaupt eine klare Sicht hier zu kriegen und euch irgendwas zu zeigen. Ja, klar, das Schengels für zu Hause. Also jetzt nicht für meine Hütte, sondern für Morgen. Und das will ich jetzt machen. Ich bin jetzt so bald da. Ich bin jetzt schon quasi vom Highway wieder runter. Nachdem ich meinen Trab zusammengeräumt habe. War ein bisschen nass heute. Bin ich jetzt hier, wie gesagt, in Ontario, oder gleich in Ontario. Ist der Mario wieder in Ontario und dann werde ich mir ein paar Shingles mitnehmen. Also wieder heavy, heavy load und dann jetzt ab nach Hause. Mal gucken, wie lange der ganze Döns wieder dauert hier. Aber es ist nicht kalt, es ist nicht gefroren, also sollte mein Tarp ja auch geschmeidig sein. Oh, die Ampel ist frei. Na, sag mal eine an. Dann können wir ja sogar drauf. Oh. King Noveller Man. Unglaublicher Freund dabei ist. Ach, die Waage, die können sie auch, ehrlich. Also. Enges Prahl. Die fahren sich alle immer regelmäßig ihre Radkappen ab. Jetzt muss ich auch mal gucken, wie weit ich hier fahren muss.
So, jetzt haben wir. Bis gleich. Schneeflöckchen, Weißrückchen. Karpen. Das hört sich jetzt lustlos an, aber es ist eigentlich nicht ganz so lustlos, denn die Fuhre ist ja für Häme, Verschiss. Es zieht ja wieder zurück. Ich weiß noch nicht wann, aber es kommt darauf an, wie lange es jetzt dauert. Ich muss morgen wieder Richtung Osten unterwegs sein, aber ganz weit weg. Denn hier kommt morgen wieder mein Lieblingsgedöns, Freezing Rain. So, ich habe mir meine alten Klamotten angezogen. Schluck Kaffee. Wisst ihr, es ist ja so. Am besten ist, du fängst einfach an. Du weißt noch nicht, wann du fertig bist, aber du fängst einfach an. Und dann geht es eh noch leicht von der Hand. Schick, wa? Schick ist er wieder. Form, Schlüssel, Ladung. Vom Feinsten. So, ihr wisst, was ich jetzt mache, ne? Ich mache jetzt wieder die Gurte dahin, wo sie hin müssen. Also sprich, warte mal, einen können wir hier machen. Zweiten nehmen wir da. Ja. Weil ich nachher, wenn ich getarbt drauf habe, die nicht mehr sehe. Deswegen mache ich jetzt überall die Gurte hin. Habe ich euch ja eigentlich schon mal gezeigt. Und ja, dann machen wir den Quatsch halt wieder. Also. Naja, gut, das auch wieder erledigt. Fertig, meine Lieben, fertig. Ich bin auch fix und fertig heute. Heute jetzt zu 185. Exit 185. Und danach jetzt duschen und ab ins Bett. Morgen früh. Bei Zeiten ab durch die Mitte. Das ist so. Ja. So, das haben wir wieder gerade. Ich fahre doch lieber hier die Straße wieder jetzt. Ich wollte gerade nicht vorwärts kommen, habe ich gerade einen Sack Salz verbraucht. Es ist, was es ist. So, gut, ich habe jetzt meinen Laden. Und ich wusste ja, dass der wieder hier dauert. Jetzt bin ich gerade, wie gesagt, raus, habe Salz gemacht, bla bla bla. Und dann im vierten angefahren und dann war gut. So, mal gucken, ob wir die Waage wieder treffen. In der Mitte, weißt du? Das ist ja auch nicht so einfach hier. Die Hammer aber ohne Klatsche. Ich denke mal, ich krieg das hin. Ja, die haben hier den Zirkus ja hier gedreht und geändert. Ja, ja. Aber schnurgerade ist er drauf. Eieieiei, es ist ja wieder. Was? 35? Was? So, Kontakte. Ja, yeah, it's Mary from Summary, Unit Number 98625C, way out. 25, ja. Yeah. Okay, thank you, bye. So, hätten wir das auch wieder.
133.500 Pfund. Limit. Habe ich wohl gesehen an der Gages. Hinten 70. Erste Trailer 70. 70 darf ich haben. Zweite Trailer 80. PSI 80 darf ich haben. Vorne auf der Drive 70 darf ich haben. 68 habe ich. Ja, mir geht nicht. Es geht noch ein bisschen mehr. Also so eine Stück. So eine Tube Schlagsahne oder sowas können wir da aufladen. Oder zwei. Na, ich würde sagen. Ich würde sogar sagen, dass noch 24er Palette Bier geht auch noch. Die krieg ich auch noch. So, der Typ mit dem 2-Achser Kondensator, das ist immer wieder, wo ich sage, da fehlt was. Es ist immer wieder, wo wieder mal Hirn fehlt. Ich kann natürlich eine Straße blockieren, aber lass den doch erstmal rinfahren und fahr dann. Nee. Nicht aufregen, Mario. Auf jetzt, meine lieben Freunde. Auf, eieieiei, die Straße. Das ist auch hier so ein Loch, ey. Loch an Loch und hält doch. Oh, hier hüpft es aber durch. Das ist eine richtig gute Rückenbehandlung. Ich würde das mal wieder gerade gerückt, weil du jetzt beim Tarpen wieder komisch stand hast. Oh. Heute ging's. Man muss es ja sagen, es ging. Weil, erstens musst du dich mit abfinden. Und wir sagen, okay, machen wir das, nehmen wir den schnellen Angriff und dann machen wir das fertig und Schluss ist. Dann geht's so. Aber es ging generell von der Temperatur her, war gut. Der Tarp war fluffig. Es war nicht, sagen wir mal so, dass du wieder falten musst. Der eine kam dann an und fragte, der hinter mir stand. Und der Tarpler sagte, wieso machst du das so? Ich sage, wieso nicht? Ja, warum machst du deine Gurte über Tarp? Ich sagte, hat einfach mal nur im Winter einen einfachen Grund, weil der Tarp ist ja zu lang, also hängt immer jede Menge runter und damit ist ja auch schwer, ne? Ist ja klar. So, und im Winter kriegst du, wenn du die Gurte erst machst, dann ist das immer schwierig und ist eine Quälerei. Du kriegst das hin, klar, logisch, es ist ja nicht so, dass es nicht gehen würde, aber es ist halt eine Quälerei, ne? So. Und ich sag, wenn ich das Tarp jetzt aber nehme, ohne Gurte und erst danach Gurte, dann kann ich es rufflegen auf den Trailer. So, das heißt, wenn ich es auf dem Trailer dann ablegen kann, jetzt muss ich mal ein bisschen schnell machen. Ich habe jetzt gerade kalkuliert, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht, aber ich habe es geschafft. So, und dann kann ich es quasi auf dem Trailer ablegen, kannst denn und hab's viel einfacher. Also geht natürlich dadurch auch schneller. Und im Winter macht es viel aus, wenn es hier vorne ist. Weil du kriegst es dann eh mal gefalten darunter und kriegst es quasi rein. Du brauchst im Prinzip nur andrücken und du brauchst dann nicht, hast hier noch Platz dann wirklich und hier noch, ohne dass der Tarp permanent halten muss, um dann zu falten. Also ist immer relativ schwierig zu machen, aber ich habe gesagt, so ist das für mich einfach viel, viel einfacher. Da dachte ich, okay. Und ich sage, du kannst das nicht nur so machen, aber ich habe es beide Seiten probiert oder sagen wir mal beide Varianten probiert und im Winter muss ich sagen, gefällt mir die Variante einfach besser. So, fertig bist du. So, meine Lieben, ich fahre jetzt raus hier aus Hawkesbury. Die haben ja hier alle eine Hacke. Und jetzt geht es Richtung, naja, auch nicht viel besser, Montreal. Na gut. Da fahren wir auch noch schnell vorbei, halb durch, weg. So ein bisschen rum, zack, zack, weg. 20, 185, Stopp und schlafen. Und wenn wir ausgeschlafen haben, fahren wir weiter. Dann fahren wir heim. We'll be right back.
So, mittlerweile ist es ja nun mal hell. Und es wird aber nicht so ganz hell. Es wird ist schon, aber es ist wolkig. Es ist. Ja, ich fahre jetzt hier durch die Baustelle und dann werde ich wahrscheinlich irgendwann nochmal eingeholt werden von ein bisschen Schnee. Ja, leider. Leider so ist es, meine lieben Freunde. Nur ein bisschen Schnee fahren heute. Es ist ein dickes, fettes Gebiet wieder unterwegs. Was momentan reicht von Toronto bis kurz rechts hinter mir. Es kommt so langsam, aber sicher. Ich nenne das mal die Flucht. Die Flucht vor dem Schnee. Aber es ist schwächer Richtung Osten raus. Es ist jetzt nicht so, dass es hier in Montreal zum Beispiel, da schneidet gerade heavily. So habe ich zumindest steht es drin. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich muss den Christian mal anrufen. Der ist da. Der treibt sich da rum. Und es war voraussehbar, dass das kommt. Aber naja, Richtung Osten, wie gesagt, später in abgeschwächter Form. Glücklicherweise, ich bin auf dem Heimweg und ja, bei mir zu Hause soll es heute Abend 5, 6 Uhr ankommen. Dann will ich ja schon zu Hause sein. Hoffen wir mal das Beste. Solange werden wir uns mal ein bisschen auf die Flucht. Ich fahre, was ich kann. Hast du, was kannst du? Weil es ist immer schöner, so zu fahren, als wenn du hier schon wieder mit Schneeflöckchen, Feißröckchen fighten musst. Um den Platz auf der Straße, verstehst du? Das macht ja ohne immer Spaß. Aber es ist halt Winter. Aber wie ich schon gesagt habe, überall im Osten von Kanada bis hin nach Montreal, kann ich jetzt mittlerweile schon so im Forecast sehen, kommt eine stabile Kaltfront, nachts minus 15, minus 20, in dem Dreh, je nach Gebiet, wo du bist natürlich. Und ansonsten aber kein Schneeforecast, kein Sturmforecast. Es ist halt kalt und schön. Und das, meine lieben Freunde, mag ich am Winter. Wenn es kalt ist, es ist schön, du kannst was machen. Du, ja, es ist natürlich alles ein bisschen schwieriger, wenn es zu kalt ist, aber da sind wir ja gewohnt. Also es ist ja nicht so, dass man das nicht kennt. Und wir haben ja dann ganz, ganz schnell kommt der Februar und dann gucken wir mal. Es kann ja immer so und immer so sein. Aber wie ich jetzt immer sage, im März ist die Sonne schon relativ stark und die Tage werden länger. Es kann uns hier im März noch natürlich einen halben Meter Schnee erwarten. Das ist jetzt nicht so, dass es nicht möglich ist in Kanada. Das ist schon klar. Es kann auch bis in April, es kann Ostern, können die Ostereier einen halben Meter im Schnee verbuddelt sein. Alles möglich. Aber ich sehe das immer anders. Die Sonne ist warm und die Tage werden länger und der Frühling kommt dann eben unweigerlich. Auch wenn nochmal, wir hatten glaube ich letztes Jahr auch, als sich der Winter noch ein paar Mal aufgebäumt hat und gesagt hat, hier, mein Freund, so früh geht nicht. Aber dann war er weg. Ich sage immer so, wenn ich sehe, so langsam, dass die Flüsse, das war so ein Zeichen für mich, wenn die... habe ich festgestellt hier, habe ich im ersten Winter festgestellt und im zweiten hoch, wenn hier quasi die Flüsse so anfangen wieder aufzugehen und du siehst, dass das Wasser wieder fließt, dann ist immer so, wo ich sage, ja, jetzt ist er nicht mehr so weit. Also darauf kann man schon mal achten und wenn das dann so weit ist, ist es schon mal schön. Wie gesagt, hier will ich eigentlich auf trockenen Fußes durchkommen und dann will ich Woodstock nochmal anhalten, denke ich mal, oder ich halte den Lincoln an, muss ich mal sehen. Ich habe mal keine Ahnung, wir haben es mittlerweile auch schon, noch gar nicht mal so spät, es ist 10 Uhr gleich. Ich gehe mal nach der New Brunswick Zeit aus, also gar nicht mal so schlecht.
Dank wieder fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs Liken. Vielen, vielen Dank fürs Abonnieren. Und schön, dass ihr jede Woche immer mal wieder reinschaut und euch die Videos auch anschaut. Das ist schön. Ah, machen die Polizei wieder hier. Haben sie wieder einen. Haben sie wieder einen am Wickel. Cargo Group. So, dass hier mal die Alien Autos noch vorbeifahren können. Weil die haben ja einen Vollschuss hier wieder. Kollege, die Spur ist zu Ende, da brauchst du nicht mehr rüberkommen. Ja, dann warten wir wieder. Es war mal wieder eine Woche. Anstrengend, überraschend, mit ein bisschen Eis, mit ein bisschen freiwillig runter von der Autobahn und mit Ab- und Aufladen und allem drum und dran. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Viele Grüße gehen raus in die Welt, überall wo ihr seid. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen, vielen Dank wie immer. Und natürlich, jetzt kommt mein Dispatch gerade durch, er will einen Termin noch organisieren. Schaut wieder rein nächste Woche, wenn es dabei wieder heißt, hier auf dem kleinen feinen Kanal Mario und Rack mit einer neuen Folge, die am Montag sicherlich wieder kommt. Also, bis dahin, beste Grüße und Wünsche aus Kanada. Bleibt stark, bleibt gesund vor allen Dingen. Und bleibt mir gewogen. Bis dahin. Macht es gut. In the town on the hill where the apples grow, the church bells ring every hour or so. I took a little walk just to see the ships coming in. The sun rose up right above the highway. Black, blue, red, yellow, golden skyway. It's like the day that you jump into the wind. I can't go back down to that water again. These old muddy shoes keep on walking straight. Someone's bride by an Egyptian sheets, the window display of some little store in town. And there's my reflection against the morning light. Hello, Mr. Ghost, Mr. Skeleton White. You better comb your hair, you better wipe that George Clay off your brow. Better stand up straight, man. These people hardly recognize you now. Lord, carry me like a sailing ship. Comfort me before I slip around the dark side of the moon. All this spinning around hurts my head. I just sit here lonesome for you. There's a million things I would rather do instead. I know it takes a lot to change where it might. And I know it takes a year to see the warm summertime. But I made a nails man, made a tombstone. Tall, tall tree. But a tombstone fades and the nails will rust. Tall oak trees, they all turn to dust. A little every day, it's so slow that you can't even see.
I guess I'll try to find another thing to be. Lord, carry me like a sailing ship. Comfort me before I slip. And the dark side of the moon, all this spinning around hurts my head. I just sit here lonesome for you. There's a million things I would.